Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, das letzte Mal war ja das Spiel abgestürzt, aber wir haben kurz davor noch gespeichert. Und jetzt muss es eigentlich nur noch laden und dann können wir weitermachen. Komm schon. Oh, ich hasse solche Spiele, die so lange laden. Komm schon. Ja, geh weiter. Ja, sehr interessant. Ich überspringe das kurz. So, wir sind hier. Okay. Und wir sind hierher gekommen. Ich weiß, dass irgendwo hier unser Marschall ist. Ich glaube ungefähr hier. Den müssen wir nämlich retten. Der war das letzte Mal gefangen genommen worden. Das ist nicht gut. Wo ist er? Mist, wenn er nicht hier ist, dann ist er doch da drüben. Und kommt von Kurau oben. Ich muss schauen, dass er irgendwo hier ist. Wir brauchen unbedingt noch ein bisschen mehr Sichtweite. Und ja, aber das ist leicht, wenn wir die Gefährten helfen immer wieder, so dass sie auch Case machen. Scheinbar hat er die Route doch gewechselt. Gibt es hier keine Vasallen? Bojanellak wünscht euch zu informieren, dass die Fürsten von Königreich Wege zu einem Gelag in seiner großen Halle in Burg Nellak zusammenkommen und lädt euch ein, Teil dieser erlauchten Versammlung zu sein. Dieses Wort. Nellak. Wo bitte ist Nellak? Nee, da oben gehe ich nicht hin. Die werden sowieso die ganze Zeit abgeblasen, weil immer wieder Krieg ist. Und wir müssen abhauen. Friedensabkommen. Okay. Okay. Okay, ein Nicht-Angriffspakt. Okay. Die haben ein bisschen viele Truppen. Wir haben genug. Haben wir jetzt nicht ein Gehöft bekommen? Also ein Ding? Ein Dorf? Das sehen wir hier nicht. Bricht, Charakter bricht. Schon 9 Ehre, nicht schlecht. Okay, ist leider auch noch nicht so gut. Ich hatte hier mit König Jarolek war ich auf 30 oben und viele danach auch so hoch und dann kamen ein paar Feinde, die ich halt immer wieder angegriffen hatten, weil sie in einem gegnerischen Land gewohnt, also so waren. Aber sonst, ja. Also schauen wir mal, Fägir, 2-mal Krieg, das ist nicht gut. Aber ich glaube, die gegen die Khanat Kergit haben wir bald Frieden. Sieht auch nicht so gut aus. Kann man das nirgends einsehen? Welches Gehöft ist denn mein? Charakter, ah, ich weiß wie. Aufgaben, Charaktere, ich, keine Lehen. Haben wir die gar nicht bekommen, aber oder haben wir die später bekommen? Okay, wir haben keine Lehen. Genau, das ist das Wort, das ich vergessen habe. Oh, komm mal, Rudin. Hey, Mr. Rudin. Ja,
Genau. Nein, da stimme ich nicht zu. Ich will keinen Krieg anfangen. Einen dritten Krieg. Spinnst du? Noch einen dritten Krieg? Ja, da können wir gleich Weltkrieg machen. Oder einfach hier Warbandkrieg. So, Kura. Ist hier jemand? Kukuseli. Boya Vlan. Aufgaben. Nein. Niemals. Keine so schlechte Quest. Nein. Ja, ja, für schlechte Ideen nur noch. Tigerbanditen. Gut, ich mache es. Schenke. Ja, nicht mal irgendwas ist hier in der Schenke. Wir haben genug Brot. So. Ja, da müssen wir die Banditen suchen. Ich weiß, dass die meistens dort beim Ding sind, aber die haben wir das letzte Mal vertrieben. Ja, ich muss einfach mal schauen, wo die meisten Banditen herkommen. Und dann finden wir es schon. Da ist mal nichts. Es muss irgendwo da drüben sein. Ah, Deserteure. Nein, du blendest das Dorf nicht. Hm. Da sind mal Tigerbanditen. Aber die, bei denen sehe ich jetzt nicht, wo sie herkommen. Ist hier was? Ja, es ist hier wieder. Es ist immer hier. Es ist immer hier. Die ganze Zeit ist es hier. Oh Gott. Wo geht ihr hin? Da oben ist mal einer. Können wir den schon von so treffen? Ja, das Steilkreuz ist noch relativ groß. Das ist unmöglich, da müssen wir höher. Keine Chance. Ja, Rolf. Oh Gott. Nein, fast. Ah, wir müssen mitgehen. Nein, vier Rentis. Okay, der war nicht gut ausgerüstet. Trotzdem. Der nervt. Hau ab. So, gut, nicht so. Super, und jetzt noch den. Die. Prima. 98, sehr gut. Der hat fast seinen eigenen Banditenkollegen getroffen, weil der einfach so gespawnt ist dort. Jetzt ist noch dort einer. Nicht auf mich ziehen, man zieht nicht auf Menschen. Hallo. Oh. Noch einer. Wo? Wo ist hier noch einer? Da vorne, was macht denn der da? Hallo. Nackter. Du willst nackt kämpfen? Peinlich, so etwas. Nur Steine. Oh. Meine
Rüstung hat mich geschützt. Oh. Das war richtig peinlich. Und wir sind Level 100. Oh, 9000. Eins sicher nicht. 9. 45. Da, Korn, Oliven. Den Pfeil nehmen wir hier runter, den könnten wir auch gebrauchen. So. Da die Wurfspieße, die ist sie. Das Schwert. Der Rest ist kacke. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Ja, jetzt müsst ihr ein neues bauen, hm? Neues Versteck bauen. Ihr armen Kerle, ihr seid so arm. Ihr müsst die ganze Zeit böse Sachen tun, weil ihr einfach zu schlecht für das Gute seid. Habt ihr Aufgaben? Nein. Ja, ja. Immer die gleichen Quests. Es nervt. Neidera. Nahe Kurav. Das heißt, er geht irgendwo hin. Ja, ja. Das interessiert uns nichts. Da ist, oder? Ja. Hervorragende Arbeit. Ha, 4 Level-Ups. Dragobasel, euer kühner Angriff ist das Gespräch des ganzen Reiches. Zweifellos werden Sie und andere wie Sie bald wieder zurückkommen, aber ihr habt diesem Land für kurze Zeit eine Verschnaufspause ermöglicht. Wir sind euch zutiefst dankbar. Neue Quests? Ja, den Brief nach Burg Buluga. Duru. Buluga. Okay, mach ich. So Quests muss man immer wieder machen, die ganze Zeit. Auch wenn wir Venus-Punkt bekommen, weil wir immer ablehnen. Irgendwann wird das immer besser. Zu allen. Und wenn sie halt uns solche Aufträge machen und wir sie nicht annehmen, dann müssen sie uns ja. Können sie uns ja auch nicht, müssen sie uns nicht lügen, nicht mögen, gar nichts. Verliert nicht so viele Truppen, da muss ich auch nicht so viel ausbilden. Das nervt, diese Quest. Komm schon, wir haben den. Ja, wir haben den, ich bin schneller. Cool. Wer seid ihr, der in Waffen kommt, unsere rechtmäßige Sache in Frage zu stellen. Man nennt mich Drago Basler, merkt euch diesen Namen, denn ihr werdet noch viel von mir hören. Ich bin Jarl Knudar, der Knut, Vassal von Nordkönigreich und Fürst von Burg Alburg. Ihr mögt Jarl Heder geschlagen haben, aber ihr könnt uns nicht alle besiegen. Jarl Knudar, ich werde dies nur einmal sagen, ergebt euch oder sterbt. So sei es, es stimmt mich bitter, dass ihr nicht zu Vernunft kommen wollt. Lol, bei dem habe ich 3 Ansehen gehabt. 124 Soldaten, ja. Die anderen helfen nämlich auch mit. Hier ist mein Vergi-Ritter. Komm, du schaffst es. Ah nein, das ist ein Kergi-Lanzenreiter. Cool. Ich glaube, es geht sogar noch eins besser. Der sieht schon geil aus. Ach komm. Ich muss immer nach unten schauen, damit ich absitzen kann.